Hört! Hört! Hört ihr gut? Ja! Er freut sich! Ihr Edeldamen und Recken, ihr Meiden und Knappen, ihr Bauern und Krämer, Mägde und Knechte, Bütteln, Pfaffen, Gesinde, aber auch ihr Hexen, Trolle, Wichtel, ihr Vogelfreien, Wandervögel und sonstigen Vögel, die ihr euch hier eingefunden habt. Seid uns, den Rittern von Königstein, auf das Herzlichste gegrüßet! Denn heute, am zweiten Tag nach Himmelfahrt, so ist es Tradition, haben wir wieder die Pforte aufgestoßen, euch zu entführen in längst vergangene Zeiten. So streifet ab, was ihr den Alltag heißet. Folget hinein und gestattet uns, mit euch zu feiern und fröhlich zu sein. Es ist das, der Augenblick, das zweite Turnier im Fackelschein zu eröffnen. Doch merkt auf, der Tag, an dem die Ritter von Württemberg das erste Mal auf diesem Platz gestanden, jähre sich heuer zum 20. Male. Jahre lang haben die Ritter von Württemberg euch und uns mit ihrem spektakulären Turnier begeistert. 20 Jahre lang haben die Ritter von Württemberg diese Festivität zu etwas ganz Besonderem gemacht. Und dafür wollen wir sie hochleben lassen mit einem lauthalsigen, inbrünstigen, dreifachen Hurra! Den Hurra! Nochmal. Mit etwas Koordination. Den Württemberger Rittern ein dreifaches Hurra! Lauter! Hurra! Noch lauter! Hurra! Ei! Bleibt in Stimmung, ich brauch das nochmal. Denn das solche Turnier von solchem Ausmaß ein mühsam Unterfangen ist ohne Zweifel. Es ist das überhaupt erst möglich durch eine Vielzahl helfender Hände. Und all jenen, die auch heuer uns mit ihren Händen zur Hand gegangen sind, wollen wir unseren Dank bekunden. Und dabei, wertes Publikum, können wir uns unterstützen mit einem lauthalsigen zum Dank. Erklärt euch, wie er es meint. Er rufet den freiwilligen Helferinnen und Helfern und ihr rufet lauthals zum Dank. Wohlan, lasst es uns versuchen. Kentischen Pilgerschaft! Zur Ehr! Odins Gefolge! Zur Ehr! Den Kratzern! Zur Ehr! Ehre Triore! Zur Ehr! Den Rettern zu Kronberg! Zur Ehr! Den Nordnarren! Zur Ehr! Zippeltorhol! Zur Ehr! Drachenschlag! Zur Ehr! Den Hohenstaufenern! Zur Ehr! Und natürlich hoch zu Ross! Entsprungen den Lenden der Königsteiner Rittern! Das amtierende Burgfräulein Jessica die Erste! Zur Ehr! Nochmal! Zur Ehr! Breite Bein! Handgeklapper! Jubel! Thank you.
Was hört er? Den König Steiner Rittern! Zuerst! Ja, der Wort aber nun genug. Es wird Zeit, das Turnier zu beginnen. Gestattet ihm dafür einen etwas deftigeren Übergang. Auch der ist Tradition. So lauschet in Andacht. Ein Furz mit Gewicht ist scheiße. Ein Turnei ohne den Ritter von Württemberg ist es auch. Und daher nehmen wir unseren Dank entgegen, die Württemberger Rittern. Und unsere Ehrbietung, den Württemberger Rittern. Ich übergebe das Wort an den Herold der Württemberger Ritter. Nehmt es und ihr habt Spaß bei diesem Turnei. Jubel! Es ist uns eine Ehre, auf dieser Feste, vor dieser Kulisse, was eine Ehre, die Feste zu Königstein zu einem unvergesslichen Abend für euch werden zu lassen. Was brauchen wir dafür? In allererster Linie euch, das Publikum. Und wir wollen hören, ob ihr auch wirklich da seid. So gebt mir etwas Rhythmus. Elias, 1, 2, 3. Aber ganz ehrlich, Elias, es tut mir schrecklich leid. Ja, was? Ich glaube, das Tonight kann nicht stattfinden. Nein, es war zu leise. Der ist viel zu leise. Ich bin aber zu laut. Können wir noch mal eine Kostprobe haben von euch, wertes Volk? Alles dann, noch einmal. Und? Wichtig sind. Die werden nämlich zwischendurch die Übungen umbauen. Deswegen ist der Sauhaufen auch dementsprechend wichtig, muss ich sagen. Also man darf nicht sagen, Mann am Boden, das sind schon sehr wichtige Personen hier. Auch die Klappen sind sehr wichtig, deshalb nochmal ein kleines Handgeklapper für die Klappen. Halt, es sind Klappen, das reicht schon. So. Wer fehlt noch? Er steht vor euch! Oh, den hätte ich fast übersehen, so schmal ist er. Einen kräftigen Jubel für unseren Hauptmann, Stefan von der Rebenecke! Jubel! Dieser stattliche Mann wird heute den Sauhaufen nämlich im Zaume halten. Deswegen ist er auch so kräftig, der braucht Kraft dafür. Und als nächstes, werter Andreas, wen haben wir da? Es fehlt noch, um die Bande am Boden vollkommen zu machen, unser Turniermarschall Joachim von Sevelingen. Er hat die Schwörhand und diese Schwörhand gibt ihm das Recht und auch Ordnung zu halten bei all denen, was hier nun passieren möge auf dem Plane. Nun, Elias, wer fehlt noch? Volk, wer fehlt noch? Was habe ich gehört? Lauter, was fehlt noch? Die Ritter fehlen noch, genau. So, dann heißt mit uns, mit einem schallenden Jubel und Applaus, willkommen die Herren hoch zu Ross, die Ritter der Württemberger Ritter. Jubelvoll! Jubel! Wenn hohes Volk anwesend ist, erhebt euch von euch den Achterballen! Woo!
als erstes, wie es bei uns Brauch ist, grüßen wir Herrn Hoch zu Ross, unsere Gastgeber. Die Ritter von Königstein. Und nach diesem Gruß an diesem Abend für euch hier in den Schranken kämpft, werden wir die Herren Hoch zu Ross noch einzeln vorstellen. Und der erste im Bunde, den ich ankündigen darf, ist kein anderer als Michael von Grafeneck! Seit Jahren unter dem Banner der zu Württemberg, unser Freund aus dem fernen Irland, Afric O'Brien! Prima, sehr schnell und flink. Und nun habe ich die Ehre, heute vorzustellen, Siegmund! Jubel! Seid herzlich willkommen, Werther Siegmund von Ottenburg! Und zu guter Letzt in unseren Reihen unter dem Banner zu Württemberg einer der längst gedienten Ritter unserer Freundschaft ist hängen. Und dieser gilt es mit dem Schwerte, also am Ende bekommt man ein Schwert in die Hand, gilt es mit dem Schwerte zu treffen. So, man sieht hier, es gibt ein Seil, eine Kette und einen Apfel. Es gibt nur für den Apfel einen Punkt. Und wenn er geschält wird, dann könnte man gnädig sein und auch einen Punkt geben. Aber vorerst nur für Treffer. Wir wollen ja hier Schwierigkeitsgrade oben halten. Schälen kann jeder. So. Mein Herr, als erstes reitet, wie ich sehe, unser Herr Michael von Grafeneck. Und Volk, seid ihr bereit, den Herrn von Grafeneck zu unterstützen? So reicht mir euren Rhythmus! Sehr schön, die Axt schlägt diesen Punkt, den hat er. Er greift zum Schwert. Sauberer Schnitt. Als nächstes macht sich bereit Afric O'Brien. Der junge Ire ist manchmal etwas zu schnell, aber normalerweise trifft er auch. O'Brien! Ja! Wunderbar. Auch diese Axt steckt. Diesen Punkt hat er für sich geholt. Nun geht es gegen den Apfel. Nächstes Reise, Justus von den Illaun.
Mein Herr, die Bahn ist euer. Turniermarschall hat die Bahn freigegeben. Ihr habt die Axt. Und nein, die sind die Gezwingstecken. Nun geht's gegen den Apfel. Aber diesen hat er eindeutig, ich hab's gesehen. Geschält hat er. Geschält hat er. Es war mehr als ein Ohr. Es war eine Backe. Yes, wir haben einen Gleichstand, der uns glaubt, hier der OT anzeigen lässt. Ich seh's. Könnt ihr sehen? Ich seh's, ich bin zu alt. Ja. Und diese Runde haben gewonnen zwei der Ritter. Und diese sind namentlich Michael von Grafeneck und Siegmund von Ottenburg. Andreas. Und ihr habt's gehört. Der Hauptmann fordert nun von den Recken ihren starken Arm im Speerbund. Nun macht sich bereit. Siegmund von Ottenburg. Er kann noch alles für sich entscheiden. Er muss nur gut treffen. Und der Speer muss stecken bleiben. Den Speer hat er. So. Zeigt, was ihr könnt. Yeah! Steckt in der goldenen Raute. Nur der zweite Anritt. Das gleiche nochmal. Fast. Dennoch wunderbar beim ersten Mal getroffen. Dann bleibt uns nur noch der Herr von Illaun. Und er hat es nun in der Hand. Und vielleicht gelingt es ihm mit euch, Volk. Vielleicht gelingt es dem Herrn von Illaun mit euch, alle vier Punkte abzugreifen. Greift zum Speer. Helft ihm. Das Schild und die Bahn abgeräumt. Zum Zweiten. Elias, ich brauche wieder eure guten Augen. Was zeigt die ehrenwerte Dorothea dort an? Wertes Volk, es haben gewonnen wiederum zwei der Ritter. Es sind, was sind wieder die gleichen? Es sind wiederum Michael vom Grafeneck und Siegmund von Ottenburg, jubeln! Wer scheint hier, gibt es eine kleine Auseinandersetzung, Elias. Der Marschall kommt zur Hilfe. Wie ich mitbekommen habe, hat sich gerade Elias McBrush beschwert. Die Würfel wären nicht so toll gewesen, wie er es gewünscht hätte. Er hätte mehr Schmackes gewollt. Und er fordert jetzt alle Ritter hochzuhaus hintereinander. Also Dauerfeuer gegen ihn. Ja, viel Glück. Ein Jubel für den Herrn, jetzt ist er noch am Leben. Habt ihr vielleicht ein kühles Schlücklein für ihn, bevor er ganz durchgeht? Wo sind die Wassermarkt? Wo sind die Wassermarkt? Wo ist die Wassermarkt? Bringt ihm noch ein kurzes, kühles, vielleicht mitten ins Gesicht, wenn es geht. Bringt ihn weg! Hauptmann! Ich bin stolz auf euch! Geht's wieder? Gebt ihm einen kleinen Schluck.
waren wir? Wo waren wir denn? Ach, wir waren bei der nächsten Übung. Hauptmann, was gibt's? Abgeschlagen! Tipp geschlagen? Männer, hat's gehört, Umbau zum Tipp geschlagen. Du wolltest irgendwas sagen? Gut! Es ist Voraussetzung, dass Volk kann zählen. Könnt ihr überhaupt zählen, Volk? Dann ist alles in Ordnung. Als erstes reitet Michael vom Grafeneck. Die Töpfe sind euer. Seid ihr ja zu Hause gewöhnt von eurer Frau. So, 1, 2 und 3! Jubel! Wohlgetan, wohlgetan! Alter Angeber! Das muss ich zugeben. Euer Ross hat mächtig Feuer unterm Winter. Das Pferd ist schneller, als das Schwert schwingen kann. Als nächstes haben wir Sigmund von Ottenburg. Mein Herr, auch ihr habt 3 Töpfe. 1, 2 und 3. Jubel! Wohlgetan, mein Herr. Immer die kleinen Rabauken. Die in diese Übung glänzen. Und zu guter Letzt, Justus von den Illauen. Jawohl, reitet 3 Töpfe für euch. 1, 2 und... Hey. Knapp drüber, knapp drüber. Aber 2 der Punkte. Mehr als Hälfte von Brian. Das gibt's doch nicht. Wer hat gewonnen? Was denkt ihr, wer hat gewonnen? Ukraine! Ja, ich sag's euch, gewonnen hat Michael von Grafeneck und Sigmund von Ersten hat er. Nein, nein. Und. Wohlgetan, Herr Frick und Ryan. Ich wusste, dass ich mich auf euch verlassen kann. Was für ein starker Arm an der Lanze, Herr Frick und Ryan. Als nächster Sigmund von Ottenburg. 3 der Punkte sind gefordert. Schafft ihr den 4. Okay. Hey. Wir haben 2 und jetzt ein Ringen. Schon wieder der Schotte. Hauptmann. Marschall. Mach mal was gegen den Schotten. Der nervt. Irgendwer hat hier schon wieder. Sofort, die Reiter kommen und wollen das wohl unter sich ausmachen mit den Mannen am Boden. Einmal, jawohl, zu Boden mit ihnen. Sie stören Friede. Nun sind die Knappen gefordert. Blut ist keins gefordert, ihr müsst den nun zu, ja, zu Boden bringen.
Der Herold und der Marschall sorgen für Ruhe, wie mir scheint. Nein, nicht der Hauptmann, verzeiht der Hauptmann, ich weiß nicht. Genug, zurück! Ein zweiter andere Fräulein! Ist er wieder hergestellt. Hoffentlich! Zweiter andere! Ja! Nun, der vierte Ring vielleicht für euch, Justus von der Nillerhaut. Sobald freigegeben sei. Die Ringe hoch. Eins. Zwei. Drei. Getroffen. Und das zweite mit der Brandfacke. Jawohl! Jetzt brauchen wir neue Kästchen. Und bereit macht sich Effling O'Brien. Reitet nicht so schnell, dass die Fackel ausgeht. Hey. Der erste ging daneben. Einfach zu schnell das Pferd. Nein, Wahnsinn. Und das zweite getroffen, Effrig O'Brien. Ein schneller Ritt. Es möge euch verziehen sein, das erste nicht getroffen zu haben. Als nächstes macht sie bereit. Sigmund. Von Ottenburg. Die Bahn ist euer. Wohl getan. Ja, die falsche Bahn, Leute, die falsche Bahn. Da wart ihr schon. Dieses Kästchen. Oh. Angeber. Ja, Oskar rückwärts von Netz. Gebt alles! Ja! Als letzter im Bunde, Justus von den Nillerhauen. Es fehlt noch ein Brandkästchen. Das erste hat er getroffen, wunderbar. Und das zweite? Hey, 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 hey! Mann! Was soll das? Was willst du mit dem Kästchen? Hey! Du hast keine Lust mehr! So nicht! Keine Lust! Wo gibt's denn sowas? Ja, yeah. Würde ich auch sagen. Euch zeigen! Mir scheint, der Turniermarschall will jetzt das Kästchen austauschen mit einem Köpfchen. Yep. Es tut mir der Knappe leid. Ja. Volk, jetzt wird's wieder leider magisch. Und spannend. Ein Handgeklapper für den Mut des Klappen. Oi, 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 oi. Heiß, 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 heiß. Schneller, 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 schneller. Ja. Elias. Wir haben drei der Ritter. Nein, doch, drei sind's, ja. Grafenegg. Ottenburg und Illaun, die drei Herren sollen sich bitte jetzt bereit machen für ein Stechen. Und für das Stechen hat sich der Turniermarschall was ausgesucht. Es werden kleine Äpfel sein, die dort anstatt den Brandkästchen liegen und ihr sollt sie mit dem Schwert zerteilen. Kleine Äpfel dort, kaum zu sehen, für mich schon gar nicht zu sehen, aber im schnellen Galopp seien sie mit dem Schwert zu zerteilen. Hier wird noch diskutiert im Turniermarschall, von welcher Richtung geritten werden muss. Hat sich entschieden. Und als erstes macht sich bereit der Herr Michael von Grafenegg. Wollen wir mal schauen, ob er in seinem Alter noch Äpfel sieht? Ein Apfel sei gelegt für euch. Volk,
Rhythmus von der Herr von Klaveleck! Der Hauptmann hat die Hand gehoben, so mit einem Treffer. Als nächster Ortenburg, wie mir scheint. Rhythmischem Handiklapper Wut zu sprechen. Und? Wohlgetan! Was für ein Stechen. Die Äpfel sind zu groß hier in Hessen. Wir brauchen Schwäbische, die sind kleiner. Justus von Illauen. Ihr könnt jetzt noch mitziehen und ihr? Boah. Wunderbar! Die Übung war zu leicht. Die Übung war zu leicht. Und nun? Zu dem Marschall, wo ist er denn wieder? Da hinten. Der Marschall spricht! Alle drei haben sich den Sieg dieser Übung verdient! Somit für jeden an den Schildstab ein weiteres Kränzlein! Zeigt euch noch einmal in Folge Grafeneck, Ortenburg und Illauen! Die Bahn ist frei. 1 und 2. Scheint mir seine Übung. Mit der Lanze kann er umgehen, der Herr. Vortrefflicher Stoß. Und 3 Umdrehungen. Somit volle Punktzahl für den Herrn. Als nächstes der Herr von den Illauen. Eins. Jawohl. Ja, oh ja, bisschen abgerutscht. Wird's noch was? Wird's noch was? Wird das noch was? Ist der Wind stark genug? Nein. Nein, leider nicht. Leider nicht. Siegmund von Ortenburg. Eins. Zwei. Spart euch eure Aussagen. Als nächstes macht sich bereit Michael vom Grafeneck. Die Bahn ist euer. Zeigt, was ihr könnt. Im Herrn von Grafeneck geht das Gerücht voraus, er hätte gestern in der Taverne seine Zeche nicht bezahlt. Einen der Punkte hat er. Aha. Das ist gar kein Job mehr heute. So ist das wohl. Der kleine Flegel hat hier irgendwie Probleme. Treibt ihm die Flausen aus. Flegel, nicht Dödel. Ich hab doch Flegel kleine gesagt. Flegel. Ich hab doch Flegel gesagt, oder? Ja, aber das Mädel hier hat Dödel verstanden. Tut mir leid. Ich nuschel doch gar nicht so. Doch. Lebt er noch? Stell ihn auf die Kiste, wenn er noch lebt. Ganz schön mutig. Aber Grafeneck, auf der anderen Seite, wenn ihr die Zeche in der Taverne nicht zahlt, geschieht es euch recht. Vielleicht könnt ihr es ja heute Abend wieder gut machen. Aber jetzt richtet erstmal den Herrn dort, der auf der Kiste steht. Könnt ihr euren privaten Grab später klären? So.
einiges hat man davon. Reicht euch ein Stoß oder braucht ihr noch einen zweiten? Oh, ein zweiter Stoß für euch! Der war so frech, der muss noch mal. Ja, ja klar. So macht er keinen Spaß. Eine Axt. Haben wir eine Axt? Ja, aber hallo, wir haben doch irgendwo eine Axt. Wir sind Ritter. Ja, okay, jetzt kommen ganz viele. Keine größere gefunden. So, das Pferd ist auch übermütig. Aber jetzt. Zeig dem kleinen Flegel, wo die Axt hängt. So. So, zweimal gefallen, hat er jetzt genug? Genug? Ja? Ja. Ein wahrlich kräftiger Stoß, ein kräftig Handgeklapper, sowohl für den mutigen Herrn auf der Kiste, aber auch für Michael von Grafenegg. Eure Ehre sei wieder hergestellt und Marschall, ein zweiter Anritt. So, greift noch einmal zur Lanze. Kommen wir zum Rundengewinner oder zu den Rundengewinnerinnen. Mehrzahl. Volk, diese Runde haben gewonnen. Zwei Herren hoch daraus und diesmal ist es keine übliche Kombi. Nein, dieses Mal haben zwei ganz verschiedene Ritter gewonnen. Und zwar haben gewonnen diese Runde Siegmund von Ottenburg und Elfried O'Brien. Was kommt jetzt? Um mal zum Hälse schlagen! Volk, ihr habt's gehört, wir kommen zum Hälse schlagen! Als erstes macht sich bereit, wer denn überhaupt? Will keiner? Doch. Grafenegg greift zum Schwert, wie mir scheint. Volk, seid ihr noch da? Ja! Gebt dem Herrn von Grafenegg einen Jubel! Weiter gehen, mein Herr. Der erste war nix. War nicht mal die Brust. Ja. Yay. Das der hat viel Bomb gemacht. Das war der Held. War der Held. Nun Africa O'Brien. Ihr habt gesehen, nicht den Helm, nur die Hälse geben die Punkte. Beim zweiten. Ja. Zweimal der Helm. Siegmund, ich weiß, dass ihr es könnt. Ich weiß es. Ah. Komm, Junge! Auf geht's! Nur den Hals! Jawohl! Wohl getan! Nun macht sie bereit, Justus von den Hillauen. Der Helm definitiv. Aber nun, könnt ihr gleich ziehen mit dem Herrn von Ottenburg. Wohl getan. Somit haben wir wieder einen Gleichstand in dieser Übung. Als dies da sein, der Herr von den Illauen und Siegmund von Ottenburg. Und jetzt? Was wollt ihr jetzt machen? Was machen die da? Oh.
das Programm scheint, das Tonight scheint, noch nicht ganz beendet, Gott sei Dank. Elias, ja? Die Bodenmänner begehren auf, wie mir scheint. Ja, die rufen gerade irgendwie, sie wollen Spaß haben. Tun wir mal schauen, können wir den Herrn am Boden auch Spaß gönnen? So gönne ich euch eine Melee. Hast du es gehört? Ja. Yeah. Der Marschall fordert die Mannen am Boden, nach Altvorderen zu kämpfen. Nach den Gesetzen der Altvorderen. Als dies das sei, sie sollen am Boden die Lanzen kreuzen. In einer Melee. Oh, und was sehe ich dort? Oh, da scheint es... Achtung! Eine Gruppe der Bodenmänner hat wohl etwas mehr bezahlt und hat ein ganzes Volk von Bogenschützen gefordert. Oh. Vielleicht sind es auch magische Bogenschützen. Und ich sehe dort Jessica. Die erste! Oh, oh, oh. Das gibt zwei Schüsse. Mannen! Schuss! Bogenschützen treten zurück! Nun folgt die Mannen am Boden unter ihren Helmen. Brauchen etwas Rhythmus! Elias, ich habe so ein bisschen den Überblick verloren. Gibt es denn noch jemanden, der steht? Ich sehe dort die Schoppen, ich sehe dort hinten noch Bodenmänner. Ah, und noch! Er zielt auf. Justus! Justus von den Elauen sei gefordert. So greift auch ihr zur Lanze. Der Herr von Ottenburg steht bereit. Illauen steht bereit, reitet! Beide treffen! Beide haben noch nicht genug. Illauen steht! Noch einmal! Freunde, ihr müsst verstehen, die Herren von Ross haben einen ganz schmalen Sehschlitz. Ja, genau. Die sehen nämlich gar nichts, die Vermittlung, obwohl ich so bunt angezogen bin. Und das ist sehr schwer, mit dem Pferd und der Lanze zu hantieren. Deswegen habt ein bisschen Nachsicht. Und vor allem ist es dunkel geworden. Illauen steht! Ottenburg steht! Aber jetzt! Illauen trifft! Ottenburg verfehlt! Heute ist euch gesagt, es geht hier in Just um einen Ehrenkampf. Er zählt nicht zur Gesamtübung des Turniers. Ottenburg streicht, die ist gefährlich geworden. Somit ist es an euch, Justus von den Illauen, den Nächsten zu fordern. Kommt hier ins Licht, dass wir euch sehen können und zeigt auf denjenigen, den ihr fordern mögt. Ich glaube, ihr zeigt auf Ottenburg, aber, oder? Nein. Wir scheinen Efrick. Efrick. Er will Efrick O'Brien. Aber er hat es auch schon gesehen, der junge Herr aus Irland. Nun, für Efrick O'Brien und sein junges Ross ein kräftig Handgeklapper. Elan steht.
reitet! Gestriffen, knapp verfehlt, die Lanze noch nicht getroffen. Auf ein neues. Beide sind bereit. Ja. Herr von Illerauen hat getroffen. Mir scheint, dass die... Herr Frick streicht, so wie mir scheint. Illerauen trifft. Und zwar gewaltig. Eine weitere Lanze für Illerauen. Illerauen steht. Grafenegg noch nicht. Des heutigen Turniers zu Königstein. Und da die hohe Dame Dorothea von Wissenhorn immer darauf besteht, dass der Platz sauber ist, wenn sie kommt, da ist sie ganz pingelig, werden die Mann am Boden erstmal den Platz aufräumen. Und zwar haarklein, jeder kleine Splitter, jedes Strohhalmchen, nein, so genau nicht, aber das grobe Zeug muss weg. Hier liegt noch ganz viel großes Zeug. Sucht den Platz noch mal Waffen ab. Könnte mal jemand einen Besen bringen hier? Ja. Oder ein Rechen. Oh, sieht schon ganz gut aus. Ja, wunderbar. So, begrüßt mit mir, mit dem Herrn Elias, Dorothea von Wissenhorn. Sie trägt den Siegerkranz. Sie wird geführt von unserem Turniermarschall Joachim von Sevelingen. Jubel für die Dame! Sie hat heute Abend nämlich die ganze Zeit die Punkte aufgeschrieben und sie weiß ganz genau, wer diesen Punkt gemacht hat und deswegen weiß sie auch, wer gewonnen hat. Und ihr flüstert mir in den Ohr. Volk, ich bitte euch noch einmal um einen schallenden Jubel für den heutigen Turniersieger. Und dieser ist kein anderer, ihr werdet es nicht glauben. Es ist, eine Minute gleich, es ist Sigmund von Altenburg! Jubel! Jubel! Wohlgetan, mein Herr, wohlgetan! Ihr habt da wirklich achtbare Waffentaten gezeigt, Herr von Altenburg. Kniet nieder, empfangt den Siegerkranz aus den Händen. Unsere Ehrenwerten, Dorothea von Wissenhorn. Ihr dürft die Dame einmal küssen. Einmal. Hey, raus da. Einmal. Schlingel. So. Zeigt euch noch einmal den Beutel. Und nun. Ihr seid ja einer. Alle Hände nach oben für den größten Jubel für Sigmund für Es ist euer Lohn und Brot am heutigen Abend. Euer Applaus. Wohlgetan, wohlgetan. Ich würde schon sagen, wir
fordern die vier da noch. Was sollen wir denn noch machen? Och, Volk, was meint ihr? Eine Übung haben wir noch, oder? Und ich würde sagen, die vier hohen Herren zu Ross sollen durch das magische Feuer reiten. So, bereitet den Feuerritt, wenn's für den Marschall in Ordnung sei. Können wir auch unmagisches Feuer haben? Ja, natürlich. Aber irgendwie gefällt's mir schon, wie die da mitmachen. Das war nicht so richtig. Ja. Ich hab mal was gehört von Magic. Ja. Wenn die Torte den Schott wegtorten, dann kann man dann weitermachen. Okay. Achtung!